wenn ein Politiker scheitert, scheitert er natürlich mit seinem Beruf, er scheitert mit seinem Leben, mit seiner Reputation, mit seinen Idealen, mit allem. Ich bin vom Beruf niemals Politiker gewesen, ich bin Schriftsteller, ich bin Künstler. Und die Tragödie ist das tägliche Material. Ich bin Beobachter und der Politiker ist Macher. Krötz lebt mit seiner Familie im kühleren Norden Teneriffas, wo es die Touristen selten hinzieht. Spanisch versteht er nicht. Und so ist er für die Kanaren der alte Ekritore mit dem Stock, der Dichter, der schreibt und schweigt. Sein Stück Das Ende der Paarung ist auch ein Text über das Älterwerden. Ich wollte diese Uhr einbauen, diese biologische Uhr in beiden Figuren. Dass einerseits stellt man fest, die Welt hat nicht so getan, wie ich wollte. Ich habe diese Welt nicht geändert. Und andererseits spürt man sogar, man ist nicht nur nicht Herr einer Gesellschaft oder einer Welt geworden. Man geht sogar verlustig des eigenen Körpers. In einer Woche wird das Ende der Paarung am Berliner Ensemble in der Regie von Klaus Peymann uraufgeführt. Kein Grund für Krötz, deswegen die Insel zu verlassen. Das Theater braucht den Autor nicht. Das Theater braucht das Stück. Alles andere ist Geschwätz. Sie rufen dich während der Proben nicht an, sie laden dich nicht ein, sie fragen dich nichts. Sie wollen ihre Ruhe haben. Und das sage ich jetzt absichtlich im Plural. Da sind sie alle gleich. Sie sind froh, wenn der Autor vor der Premiere möglichst die Theaterpforte nicht übertritt. Und bei der Premiere wollen sie dich plötzlich aus der Westentasche ziehen, damit du eine Minute dastehst und sagst, ja, verbeugen. Und das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu blöd, das entspricht auch nicht dem Anteil meiner Arbeit. Der Autor ist ein Accessoire.